Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Nachhaltig Leben mit Stricken. Und ja, wir wollen ja jetzt endlich mal wissen, wie es jetzt mit der Abstimmung weitergeht. Aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber ich denke mal, in dieser Folge haben wir es dann endlich geschafft. Ja. So, du lässt die Kleine mal bitte los, weil die kann sich dann Pfannkuchen hier nehmen. Und du könntest dir eigentlich auch mal Pfannkuchen holen. So, hilft dir das denn bei deinem Fieber, dass du ein bisschen schläfst? Ja, da geht's auf jeden Fall runter. Noch 2 Stunden, dann schlaf dich jetzt erstmal aus und ja. Gut. Ja, wir hatten ja auch in der letzten Folge so ein Problem mit unserer lieben Tina. Die hat nämlich gedacht, sie ist eine Nachbarin. Obwohl sie ja eigentlich schon ein bisschen länger jetzt hier wohnt. Aber wir konnten sie davon überzeugen, dass das ihr Zuhause hier ist. Und jetzt ist sie auch wieder normal. Was uns sehr freut. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, nicht so viel passiert. Außer, dass die Windräder nicht mehr geupgradet werden wollen. Warum auch immer. Nun ja. Dann haben wir mehr Teile für die anderen Möbel, die hier geupgradet wollen. Also werden wollen. So. Dann können wir... Ah, warte, ich wollte doch die Dusche verbessern. Mit dieser wird der Wasserverbrauch erheblich reduziert. Ja, genau. Das würde ich gerne an der Dusche vornehmen, oben. So, dann können wir das mal wegtun. Du kommst da in den Kühlschrank. Ist denn unsere Spülmaschine noch unkaputtbar? Ich denke mal schon, oder? So, du kannst hier ja mal ein bisschen stapeln, damit du das Laufen auch beherrschst. Ja. Rechnung bezahlen. 3.379, ja. Ist in Ordnung. Ah, Olif hat ein Projekt mit nach Hause gebracht. Das heißt, das können wir hier irgendwo aufstellen. Am besten, weiß nicht, wir haben nicht so viel Platz, ne? Aber vielleicht auf dem, ne, hier haben wir auch keinen Platz. Bei dir? Geht das bei dir irgendwo hin? Ne. Wenn nicht, stelle ich es halt hier in den Raum rein. Eben ging das doch noch. Das ist irgendwie ganz komisch. Da geht's. Und dann kannst du ja beginnen, vorsichtig dran zu arbeiten. Du gehst dich mal hier frisch machen. Weil deine Kleine, die ist ja sowieso beschäftigt. So, was willst du jetzt unbedingt machen? Gar nichts, ne? Nicht, was jetzt total wichtig wäre. So, geupgradet hast du hier oben. Wow, wie schnell bist du denn? Okay. Dann werden wir doch den Wasserregulierer hier verbessern. Und dann werden wir noch den Kompostbehälter hier anbringen in der Toilette. So, was können wir noch verbessern? Okay, wir haben aber nicht genug umweltverträgliche Upgrade-Teile. Das heißt, da müssen wir auch wieder ein bisschen nachdingsen. Du könntest ja eigentlich hier bei dem Projekt helfen, ne?
Ah, du machst in die Windeln, das ist ja sehr schön. Ah. Und du kannst jetzt auch schon die Treppen raufsteigen? Sag mal, wie weit bist du denn schon mit deinen Fähigkeiten? Wow. Zwei. Oh. Dann bitte noch mehr davon. Schade, dass man nicht die Anzahl angeben kann, wie viel man jetzt eigentlich hätte. Ah ja, moderne Entwicklung. Die Renovierung von Apartments ist eine lohnende Sache, aber ohne entsprechende Wartung kehrt alles schon bald wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Ohne weitere Geldmittel werden wir uns mit dem altmodischen Anblick anfreunden müssen. Ja, ist mir doch egal. Dafür ist dann der Fußabdruck grüner. Gut. Die Abstimmung wurde beendet und der Aktionsplan moderne Entwicklung wurde außer Kraft gesetzt. Das ist doch gut. Wo ist denn nochmal diese Tafel? Hier drüben. Das heißt, da sollten wir uns vielleicht mal da nochmal das angucken. Ja, das Saft für alle wollte ich eigentlich noch rausdingsen und Produktion saubere Energie. Ja. Und dann können wir noch die umweltfreundlichen Geräte dingsen. Aber ja, da müssen wir jetzt halt wieder bis Freitag früh warten, bis wir da neu abstimmen können. Aber nun ja. Gut. Ich wollte eigentlich. Ah ja, genau. Ich wollte doch mal gucken, ob du ihr jetzt eigentlich. Wieso denn? Wieso kennt ihr euch denn nicht mehr? Das müssen wir jetzt nochmal gleich ändern. So. Outfit ändern. Ja, ich würde ihr gerne den einen Strampler also anziehen, den ich ja extra gestrickt habe. Getränk geben, Essen geben. Ach so, warte mal, könnte ich zu Kleiderschrank hinzufügen? Oh mein Gott. Dann sagt das doch gleich, dass ich das so machen muss. So, jetzt könnte ich doch. Jetzt muss ich wahrscheinlich in den. In die Outfits planen. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Outfit von Selina wechseln. Ach nee, das ist so. Ah. Dann müssen wir das doch so machen. Können wir das jetzt mit dem Schrank mal machen? Danke. So, dann gehen wir da mal hin. Und dann unter Nacht Dings können wir da noch ein zweites hinzufügen. Und zwar den hübschen Strampler. Also ich finde das richtig niedlich. Und ich will die anderen auch haben. Ist das jetzt für Jungs dann da oben? Anscheinend sieht fast so aus, oder?
Ja, aber da müssen wir mit Andy dann noch weiter fleißig stricken. Wir müssen ja sowieso dann, wo ist der denn jetzt? Achso, der steht ja vom Dings so. In den Schlaf lesen. Okay, das ist ja auch schließlich ihre Mutter. Das kann sie ja auch mal machen. Stricken. Und zwar Kleidung und Kleinkind. Strampler. So. Dann können wir das da. Ich wollte eigentlich den hier. Aber jetzt fangen wir halt hier oben an. So, du bist angespannt. Dann würde ich mal fast sagen, dass du dir mal ein Schaumbad gönnst. Und dann kannst du aufs Klo gehen. Und du bist auch angespannt. Ah, du liest deiner Tochter vor, das ist doch toll. Was ist bei dir? Benommen im Delirium wegen Krankheit? Wieso bist du denn krank? Geh mal schnell schlafen, Mann. Also ich glaube, es geht los. Delirium. Und du kannst ja gerne hier ein bisschen was spielen, damit du ein bisschen Spaß wieder hast. So. Sim-Profil öffnen. Mit dir haben wir eigentlich nicht so viel. Mit ihr auch nicht. Hast du irgendwas Neues? Nö. Tiefe Verbundenheit. Lebensstile, enger Zusammenhalt. Ah ja. Nun gut. So, der Baum ist jetzt auch endlich mal größer geworden. Das finde ich toll. Aber Zwiebeln haben wir immer noch nicht besorgt gehabt, ne? So, noch zwei ausgezeichnete Strickarbeiten abschließen. Aber ich meine, wenn wir ja sowieso so viele Strampler stricken, dann ist da bestimmt einer dabei, der oder zwei, die ausgezeichnet sind. Ja, dann geh halt aufs Klo. Fortsetzen mit Glückskatze. Eigentlich wollte ich ja das da dann noch weiter stricken. Sag mal, was ist denn jetzt? Du gehst, denke ich, jetzt auch mal ins Bett. Du gehst jetzt auch ins Bett. Du kannst ja noch was essen, bevor du dann auch ins Bettlein hüpfst. Knoblauchnudeln hast du gemacht. Ah ja. Und da meckerst du nicht darüber, dass du irgendwie unnötige Kosten ausgegeben hast? Weil Knoblauch haben wir doch gar nicht. Glaube ich, oder? Nö, Pilze haben wir.
Ah, kein Knobi. Oh. Ah, du musst aufs Klo und hast Hunger. Deswegen bist du auf. Ich dachte schon, du hättest einen Albtraum. Oder wieder ein Monster unterm Bett. Und dann kannst du ja gerne dabei irgendwie den Comedy-Kanal gucken oder den Kinderkanal. Nö, mach einfach Comedy. Dann ist auch dein Spaß wieder auf einem besseren Level. Und dann können wir uns ja überlegen, ob du dann noch die Hausaufgaben machen kannst. Nicht aufhalten lassen, die Hausaufgaben machen. Und du ziehst dich mal an. Oh, ach so, ah, die Kleine oben ist wach. Ist sehr hungrig. Ja, dann sollte sich da mal jemand drum kümmern, ne? Essen geben. Und zwar gibt es ein Erdnussbutter-Chili-Sandwich. Und die vollen Windeln müssen wir auch mal wechseln. Oh Mann, du siehst ja richtig heiß aus. So, dann können wir die Kleine ja baden. Wir arbeiten mal von zu Hause aus. Vielleicht macht dir das dann eher Spaß. Kannst du dich vielleicht mal um deine Bedürfnisse kümmern? Meine Fresse. Aber dann wieder rumheulen, ne? Wenn dann, ich muss aber aufs Klo. Oder ich habe jetzt aber dringend Hunger. Ich weiß, dass die Windeln bis zum Himmel stinken. Achso, vielleicht hätten wir die ja. Nee, wir baden einfach komplett mit der vollen Windel. Ist bestimmt auch ganz toll. So, du stehst jetzt auch mal auf. Und dann sollten wir vielleicht noch ein paar umweltverträgliche Upgrade-Teile herstellen. Ah, fein. So, können wir ihr denn noch nachträglich irgendwie die Windeln wechseln? Nö. Dann könntest du ja eigentlich mal die Badewanne hier sauber machen. So. Was machen wir denn noch so? Ich meine, du könntest dir ja noch mal einen neuen Auftrag raussuchen. Idee für eine brandneue Fantasy-Geschichte. Ratgeber für Unternehmensgründer. Ach komm, dann nehmen wir mal das. Auch wieder ein Science-Fiction-Roman. Ja, klasse. Da bist du ja sehr gut drin, ne? Ach ja. Dann noch ein Upgrade-Teil.
Alle reden über eine. Och nee, schon wieder. Diesmal fragst du mal den Freund. Huch, es stellt sich heraus, dass es sich gar nicht um eine Party für den Freund von Olive, sondern um eine Fernsehsendung drehte. Oh mein Gott. Dann rede doch Klartext mal in der Schule. Meine Fresse, ist das so schwer? Oder vielleicht sollten wir mal ihre Ohren untersuchen lassen. Achso. Du schreibst jetzt bitte mal ein Science Fiction. Oh Mann. Apokalypse morgen. Die. Nee. Übermorgen. Wir hatten ja schon morgen, also. Oder nein. Morgen, gestern. Oder Apokalypse von gestern, genau so. So, ich denke mal, das ist ein hervorragender Titel. Und ja, meine Lieben, es wird Zeit, einen Cut zu machen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.